Ein wunderschönes herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Drive OMSI 2. In der letzten Folge sind wir mit dieser Buslinie NE4 Florwede nach Florwede Platz der Republik gefahren von Osterfeld Markt und sind diese gleiche Strecke nochmal zurückgefahren als NE4 nach Osterfeld Markt. Sieht man da im Hintergrund auch als Hilfsobjekt. Und in dieser Folge werden wir jetzt eine Betriebsfahrt machen. Wir werden jetzt von der Nachtexpress-Buslinie N4 zur Linie 153 wechseln. Wir werden nämlich jetzt als Tagesbuslinie weiterfahren. Diese Folge, die ich jetzt drehe, ist eine Zwischenfolge für Menschen oder für Zuschauer, die das halt nicht sehen möchten, die Betriebsfahrt. In dieser Folge wird dann hauptsächlich jetzt der Bus als Dienstwagen sozusagen zum Betriebshof gefahren. Dort versuche ich dann auf dem Betriebshof an den vorhandenen Zapfsäulen, nämlich den Bus zu betanken. Wenn es nicht geht, muss ich dann halt alternativ an einer benachbarten Tankstelle, die dort auch in der Nähe, unmittelbar in der Nähe befindet, hinfahren und dort den Bus betanken. Und dann werde ich mich dann zur Stadthaltestelle in Alem Hauptbahnhof auf dem Weg machen. Vielleicht gibt es ja einige Zuschauer, die das dann nicht sehen möchten, diese Betriebsfahrt, die dann vielleicht nur sehen wollen, wie der Bus dann auf der Linie unterwegs ist. Deswegen werde ich eine Zwischenfolge machen, die heißt dann, werde ich dann als 19B nummerieren in meiner Playlist. In meiner Playlist Let's Drive OMSI 2. So, genug jetzt erzählt. Jetzt werde ich in dieser Folge, wie jetzt gerade gesagt, die Betriebsfahrt zum Betriebshof machen. Den Bus halt betanken, so wie ich den Bus betanken, Betriebsfahrt zum Alheimer Hauptbahnhof machen. Also los geht's. Dazu stelle ich jetzt erstmal mein IBIS-Gerät auch erstmal. Gebe ich jetzt als Sonderziel nämlich 001 ein, dann wird die Internetseite von dem Verkehrsbetrieb angezeigt. Natürlich auch wieder mit Buchstabensalat. Die Linie ist Linie Kurs. Machen wir erstmal 0. Damit habe ich jetzt mein IBIS-Gerät erstmal zurückgesetzt. Ich hoffe, dass jetzt mein Aufnahmeprogramm jetzt nicht nochmal wieder hier abschmiert. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Ich hatte gerade nämlich eine Aufnahme gestartet und mitten als ich dann über die Landstraße gefahren bin, über die anschließende Landstraße, die dann kommt, wenn wir jetzt hier gleich aus dem Ortskern rausgefahren sind und nach rechts abgebogen sind, kommt ja ein kurzer Landstraßenabschnitt. Und dort ist dann das Open Broadcast Software abgeschmiert. Und deswegen, ich hoffe, es passiert jetzt nicht nochmal. Wenn, dann möchte ich euch das gerne im Komplett zeigen. Ich starte jetzt den Motor des Busses. Wie er gerade gesagt hat, das wird dann eine Zwischenfolge, dass es dann halt die Möglichkeit gibt, diese Betriebsfahrt zu überspringen. Dann halt direkt. Wer sich die Sendung gerne doch angucken möchte, kann das ja gerne tun. Oder wenn nicht, kann er das auch gerne überspringen. Deswegen gebe ich halt diese Möglichkeit. Hat gerne den Bus noch auf Linien fahren sehen möchte.
hat nämlich ein Kollege, deswegen sollte man schnell das Feld räumen. Das war auch ein NE4. Wir folgen jetzt die Strecke des NE4 dann bis nach Bernauer Platz. Und dort können wir, glaube ich, wenn mich das jetzt nicht täuscht, ich werde dann gleich nochmal nachgucken. Ne, diese Beschreibung wird dann gleich auch kommen, was dieser Hilfsfall, wo dann steht, Betriebshof. Deswegen fahre ich jetzt über die NE4 Strecke zum Betriebshof. Ich mache jetzt einmal kurz die Informationszeile an. Der Bus hat nur noch 21% Tankinhalt, deswegen werde ich jetzt erstmal zum Betriebshof fahren und den Bus wieder volltanken. Wenn es am Betriebshof nicht geht, werde ich dann natürlich die benachbarte Tankstelle aufsuchen, die dort auch in der Nähe ist vom Betriebshof. Man sieht, dass es jetzt gerade schon hell wird. Es ist ja jetzt 20 vor 6. In ungefähr über einer Stunde geht das dann auf der Linienfahrt los, auf der Linie 153. Hat dann vergessen, den Bus zu bedanken, dass er den abgestellt hat. Deswegen müssen wir das jetzt tun. Aber wir haben ja auch jetzt genug Zeit dafür, dass wir das machen. Wir wollen natürlich auch dafür sorgen, dass es noch an ordnungsgemäßer Betriebsablauf herrscht. An. Beziehungsweise auch in deren Hufe, dort werden wir die Fahrt hinfahren. Wir fahren nämlich den Umlauf 1 nach, also in der nächsten Folge wird es dann den Umlauf 1 geben. Dort fahre ich dann auf der Linie 153 nach deren Hufe und dann wieder zurück nach Fahler zum Hauptbahnhof. Hier sollte man 30 fahren, jetzt könnten schon ein paar Studenten schon hier unterwegs sein. Das ist die Universität von Aachen. Links sieht man nämlich das Originalobjekt vom Spandauer Rathaus. Das dient hier als Universität. Auch rechts die Schule, die wird wohl auch vom Original Map sein, also Spandau. Das Spandauer Rathaus wird hier schon öfters als Kloster zweckentfremdet oder als Schule, alles schon vorgekommen. Einmal rechts von links. Wenn ihr jetzt da gerade im Hintergrund ein Summen hören solltet, das ist mein Laptop, der mit abchecken, ob der Verkehr ist erlaubt weiterzufahren. Wird uns das ja auch dann aufgeführt, dass wir dann halt dafür sorgen, dass der Bus getankt wird. Da steigert das ja auch ein bisschen das
kriegt man dafür auch Punkte dafür. Dass man halt dafür sorgt, dass man den Bus bekommt. Dann wird man halt ausgezahlt. Jetzt ist das mir egal, ob die Ampeln rot sind. Wir haben ja noch gezeigt genug. Irgendwann wird es auch einen Hilfsfall geben, wo dann auch der Betriebshof ausgeschildert ist. Alarm Verkehrsgesellschaft. Also expandiert heute. Winzenburg expandiert heute in Alarm. Zur Ampel, die ist gut. Rennsbusch. Waberbusch. Hätte eigentlich mal auch ein Schild hingestellt werden können, dass eine Ampel kommt. Weil die sieht man ja nicht sofort. Wir sind ja gerade durch zwei Hartnadelkurven durchgefahren. Da hat man erst die Ampel erst gesehen, als man die Kurve durchfahren konnte. Fahrgastraumbeleuchtung können wir erstmal anlassen, weil wir werden ja gleich in der nächsten Folge erst die Linie dann fahren, die wir jetzt gleich beauftragen. Die wir jetzt im Anschluss fahren werden, nach der Betriebsfahrt. Interessant, wir fahren nämlich da keinen Linienbetrieb, deswegen können wir auch auf der Straße. Also auf der Hauptfahrbahn weiterfahren. Das ist ja alles eine Straße, die aufgebaut ist wie eine Allee, wie man sehen kann. In der Pedale geht's diese in ein Opel Manta. Mit dem Kreis Ennepetal habe ich auch mal früher zu tun gehabt.
auch eine Zeit lang mal in Witten gewohnt. Ich bin einen Teil meiner Kindheit halt bis in Witten aufgewachsen. Aber die Stadt, die hat sich auf jeden Fall sehr stark geändert. So eine dreckige Stadt habe ich früher in meinem Kindheitsalter noch nie erlebt. War nämlich da vergangenen Freitag dort. Ich musste da zum Rathaus nach Witten. Kirche nach. Weil ich musste da halt zum Rathaus und daher habe ich dann auch feststellen müssen, wie dreckig und grau die Innenstadt von Witten ist. Klein ist die Innenstadt auf jeden Fall nicht. Wir haben auch, glaube ich, eigene Bus. Auch ein eigenes Busnetz, also ein eigenes Busnetz. Kann jetzt erstmal die Heizung abstellen hier, von da runter die Lüftung ausschalten. Also nicht täusche ist da die Zufahrt zum Betrieb so. Keine Ahnung. Bleibt halt ein bisschen zum Raten hier übrig. Aber wenn ich vom Betrieb so herkomme. Muss ich nämlich auch über diese Busstrecke fahren. Also hier muss ich auch hierher fahren. Deswegen wundert mich, dass ich jetzt die Zufahrt zum Betriebshof jetzt nicht gefunden habe. Bin ja jetzt gleich schon im Dienst. Ich habe jetzt die Taste nicht gedrückt. Auch das Rathaus alleine schon, das ist ja wirklich auch schon, so ein Rathaus habe ich noch nie gesehen. Auch die Hauswände, die da an den benachbarten Gebäude, voll verdreckt und grau. Grau nicht, aber dreckig. Gehen ja noch, aber die Stadt Innenstadt, da sollte man auf jeden Fall nicht hinziehen. Da sieht die Stadt, die Nordstadt von dort noch schöner aus.
ausziehen. Ach, dann dürfen wir mal wieder losfahren. Jetzt können wir erfahren, wie wir wollen. Das ist hier eine Fahrgäste. Ich kann mir vorstellen, dass die Stadtwerke auch solche Ich kann mir vorstellen, dass die Stadtwerke auch die MAN-NG mit einem ZF-Getriebe gefahren sind. Dass die auch diese ZF-Getriebe besaßen. MAN-NG. Das ist eine andere Zeichen auf dem Dach. Ach, guten Morgen, Betriebshof, da möchte ich auch hin. Wenn der nach unten zeigt, dann heißt es Vorfahrt gewährt, wenn kein Gegenverkehr kommt, wird die Buslinie gefahren. Hier ist der Betriebshof um die Ecke. Gut, werde ich jetzt mal versuchen, den Bus zu betanken. Die endet nämlich am Betriebshof, deswegen kann man auch diese Linie auch nachfahren. Hier ist die Haltestelle, Ausstiegshaltestelle, dort werden alle Fahrgäste rausgelassen, bevor dann der Bus dann in den Betriebshof verschwindet. Sind dann halt die Busse zu Hause. Dieser Bus jetzt zwar nicht in den Rebrand Winsenburg, hier sind die Tankzapfsäulen. Wird man mit dem Rückwärtsgang ja auch jetzt zurzeit in der Pause, deswegen werden wir auch jetzt uns gleich hier hinstellen und warten, bis dann unsere Pause beendet.
Das werde ich natürlich nicht mitdrehen, sondern versuche mal die Tankzapfsäule zu benutzen. Ich glaube, diese Zapfsäulen haben hier auf dem Betriebshof keine. Die haben hier, glaube ich, hier keine Funktion. Da bleibt leider keine andere Wahl vielleicht über, außer den Bus jetzt an einer benachbarten Tankstelle zu betanken. Man kann es ja mal versuchen, andersrum, wenn man den Bus jetzt sich. Wenn man die Mitte Bus sich umdreht. Ich glaube, das wird dann auch nicht funktionieren. Die Zapfsäule ist ja auf der rechten Seite. Getankt wird der Bus ja von der rechten Seite aus. Wir können uns das ja mal von oben anschauen. Der Bus steht zwar nah genug an der Zapfsäule dran, aber die Zapfsäule wird nicht erkannt von uns. Stehen da nur zur Dekozweck. Finde ich echt schade. Deswegen drücke ich jetzt mal die Pause oder so, auch mal kurz die Feststellbremse aktivieren. Müssen wir uns hier mit der benachbarten Tankstelle vorlieb nehmen. Wir müssen jetzt zu dieser Aral-Tankstelle fahren. Bleibt uns leider keine andere Wahl über. Obwohl der Betriebshof eine eigene Tankstelle hat, müssen wir jetzt trotzdem den Bus an einer benachbarten Tankstelle tanken. Es kann auch sein, dass es bei dem Update, der es jetzt vor kurzem herausgekommen ist, wird dass es vielleicht dann behoben ist, dieser Bug. Dass man dann auch an der dass man auch auf dem Betriebshof den Bus betanken kann. Das ist immer ein bisschen besser, als wenn ich jetzt hier zur Tankstelle fahren muss, in der Nachbarschaft. So, nicht mal einer Stunde geht es dann auch schon mit der Linienfahrt los, mit der ersten Kurs. Wir fahren ja den Umlauf 1. Gucken, ob man ihn auch schon mal auswählen kann. Falsch. Wir dürfen ja diese Linie noch nicht fahren. Wir fahren schon mal früher los, das ist egal. Ups, hier hat die Ampel droppt. Aber ist ja nicht schlimm. Wir haben jetzt ja 45 Minuten Zeit bis zur Abfahrt. Ich habe jetzt schon mal den Fahrplan ausgewählt. Wir werden jetzt erstmal den Bus betanken. Diese Wartezeit, diese werde ich natürlich jetzt nicht aufnehmen. Nachdem ich mit dem Bus zum Hauptbahnhof gefahren bin, beende ich die Folge, die Zwischenfolge. Und dann geht es mit der richtigen Folge, mit der Folge 20, dann mit der eigentlichen Linienfahrt auf der Linie 153 weiter. Aber jetzt sind wir noch bei der Folge 19b. Die Betriebsfahrt.
gut, dass wir keine Passanten oder Fahrgäste im Bus haben. Diese Tankstelle ist jetzt zwar auch nicht so schlimm, dass man jetzt hier nicht. Machen natürlich den Motor aus. Machen die Tür auf. Da kommen die Kabine, die Fahrertür. Steigen aus dem Bus aus. Und machen unseren Bus vor. Dazu mache ich jetzt erstmal unsere Hilfszeile an. Unsere Informationszeile an. Der Bus hat jetzt nur noch 20% Tankinhalt. Wir werden ihn jetzt erstmal befüllen. Den Tank erstmal wieder auf 100% auffüllen. Wir werden den Bus auch gleich nochmal hier waschen. Auch wenn es trocken ist, sammeln sich an dem Buslack auch sehr viel Dreck an. Der Bus ist ja auch dem Dreck, die die Natur hergibt, nämlich ausgesetzt. Ja, in den Bus passt sehr viel Sprit rein, deswegen dauert das, bis der Bus aufgetankt ist. Auch wenn ich noch 20% im Tank hatte. Wenn, dann mache ich den Bus jetzt einmal komplett voll. Der Bus ist jetzt voll. Selbst der Bus war schon dreckig, deswegen schön sauber machen. So. Wir wollen ja bei den Fahrgästen einen guten Eindruck hinterlassen. Deswegen machen wir unseren Bus auch mal schön sauber. Hier lässt sich der Bus wenigstens wieder als Bus erkennen. Das NE4, das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Tür zu. Oh, da kühlt sich aber ziemlich schnell ab, der Bus. Haltestellenbremse können wir auch schon mal entfernen. Dass man hier in der Stadt was soll das denn? Rennbus. Hier gibt es zwar Fußgänger, die unterwegs sind. So, nun machen wir uns auf den Weg zu unserer Starthaltestelle. Diese Folge wird dann natürlich auch nicht lange werden. Den Weg kenne ich ja jetzt zur Starthaltestelle, zum Hauptbahnhof. Wir sind nämlich jetzt am Ende der Straße links. Dort ist auch schon ein Kollege im MAN unterwegs, in dem MG272. Ist wahrscheinlich jetzt auch im Betriebsrat unterwegs.
sind wir gerade auch schon mal hergefahren. Er hat auch vorne ein B stehen. Ich gucke mir mal an, was der Kollege dann vorne auf der Matrix hat. Ein B. Ich habe blöderweise ein E4 da drauf. Ein B hat er dort auf der Matrix. Hat er hinten auf seiner Matrix-Anzeige stehen. Nicht, dass uns dieser Kollege uns jetzt hier ablösen tut oder so. Oder auch noch parallel noch fahren würde. Es gibt ja noch genug andere Buslinien, die auch vom Hauptbahnhof, glaube ich, beginnen. So, wir finden uns wenigstens nicht mehr so allein hier auf dem Busnetz. Bin mal gespannt, wann uns mal ein MAN-Bus dann mal zugewiesen wird. Bin ich mal gespannt. Ich möchte echt Bock mal drauf, auch mal zu fahren. Bei den Bussen, die kann man nämlich trauen. Die stimmt nicht so. Die andere Busse. Oh, das Video geht ja auch schon seit bald 40 Minuten. Hätte ich mir nicht gedacht. So, jetzt wird es langsam auch ein bisschen dichter, der Verkehr. Sieht es ja schon, dass jetzt mehr Bus unterwegs sind. Ich hoffe, dass es mein Update mal behoben worden ist, auch wenn der jetzt vor kurzem erschienen ist. Ich habe das gestern im Internet erfahren, dass da ein Update gekommen ist. Dort sollen einige Fehler behoben worden sein. Einige Bugs gefixt worden. Leute, fährt noch ein Kollege. Ach, dann möchte auch da rechts fahren. Dann macht das für mich mal, Kollege. Früher hat er die Linie 153 an der Straße gehalten. Das war dann die Aufstiegshaltestelle. Das hat sich jetzt nachdem auch noch geändert. Und wo der Kollege jetzt hinfährt. Hier nicht dran. Also durch die dritte Spalte. Wir werden uns erstmal hier an die Stadthaltestelle hinstellen und dann so, das war jetzt unsere Betriebsfahrt mit der inklusive Betankung des Busses. Wir haben auch den Bus noch sauber gemacht. Hinterlässt man bei den Fahrgästen auch einen guten Eindruck, dass man den Bus auch sauber machen kann. Und in der nächsten Folge, das wird dann eine richtige Folge, dort fahren wir dann mit der Buslinie 153 am Tage von hier aus am Hauptbahnhof nach Derenhofen Bahnhof und anschließend machen wir noch die Rücktour und wieder hierhin zum Hauptbahnhof in Arnheim. Also bis dahin, tschüss, bis zum nächsten Mal.